Hallo und willkommen zurück bei Alle 5 Sekunden Sterbesimulator. Hier mit Billy und Claire. Super, und jetzt nehmen wir das. Ich werde nochmal versuchen, sie wegzubrennen, wie die Affen, die sie sind. Aber egal. Wir werden ihnen sowas von zeigen, wo der Hammer hängt, Mann. Diese Geräusche immer. Okay, bist du bereit, Billy? Wollte schon abbiegen. Ja, weg damit, ja. Und jetzt durch die Tür. Okay, und nochmal. Er ist tot. Gott, verdammt, sei Dank. Okay, geschafft. Dann geben wir mal. So. Gut, schön nachladen. Rebecca, schön nachladen. Resident Evil Zero. Verfluchte Scheiße. Sind dies die leisen Schritte der Überlebenden? Zum 200 Millionsten Mal? Nein. Das sind die Schritte der Toten. Die laufen können und noch leben, aber hauptsächlich tot sind, nur durch ein Virus mutiert und zu lebenden Zombies geworden. Aber egal. So, da rein. Mal schauen. Vielleicht sollte ich, nachdem ich den hier besiegt habe, durch eine der Türen spazieren und schauen, was los ist. Also, ob wir da etwas Neues finden. Feuer! 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 Okay, kein einziges Mal getroffen. Gut, steht hier irgendetwas? Und hier? Nichts. Okay. Wer ist es nochmal, so ein scheiß blöder Affe hier drin? Er scheint ruhig zu sein. Aber der Schein kann trügen. Wir kennen es ja. Trügerische Scheine, bla bla bla. Okay, hier. Wie kommt man eigentlich hinter dem Tresen? Okay, ist hier etwas? Nein. Das Klavier ist völlig verstaubt, sieht noch aber noch spielbar aus. Klavier spielen? Ja. Ernsthaft? Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das müssen... Oh, schade. Ich dachte, das würde vielleicht... ja, ihren Zusammenhalt fördern oder so.
Eine Batterie und leere Flaschen. Ich könnte dieses... Was? Ach ja, stimmt. Austauschen? Nee. Sondern hiermit austauschen. Das kombinieren wir hiermit. Ja. Okay, und hier haben wir noch... Die Regale sind mit guten Weinen gefüllt. Schön. Hier die Magnum-Schüsse. Leider können wir nichts mehr tragen. Aber unser lieber Freund Billy kann das. Oh ja. 8 Schuss? Oh. Erstaunlich. Die Regale sind mit guten Weinen gefüllt. Er werde es noch nicht von seinem abgestammten Platz wegnehmen. Deshalb wollen wir zuerst schauen, was bei Tür Nummer 3 ist. Hallo. Oh nö. Die Dinger. Karte. Super. Mehr Möglichkeiten zu sterben. Yeah. Oh, erste Hilfe Spray. Und, oh, so viele schöne Sachen. Gut, was haben wir sonst noch hier rumliegen? Munition, ja. Sie hat die leeren Flaschen genommen, gut. Dann kann sie hier die leere Flasche nehmen. Ja, gut, gut, gut. Und dann verwendet sie hier den Erste-Hilfe-Spray. Verwenden. Sehr gut, sie ist jetzt nicht mehr ganz so. Hier sind verschiedene Laborregale. Es scheint nichts Interessantes zu haben. Laborgeräte, Geräte, nicht Regale. Boah. So. Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe eine gottverdammte Idee. Ablegen, ja. Dann gehe ich da rein. Ja. Auf dem Boden liegen lauter Knochenstücke. Sind das etwa menschliche Knochen? Auf dem Boden liegen überall. Menschliche. Gut. Kombinieren. Und dann austauschen gegen die hier. Verwenden. Sehr gut. Und das austauschen gegen das hier. Okay. Beide sind wieder vollkommen gesund und bei Verstand. Ah, hier. Gut. Oh, die bis jetzt lief es sehr gut. Wir werden sowas von krepieren. Ernsthaft? Oh. Super. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. Okay, das kotzt mich gerade sowas von an.
Stimmt ja. Keine Munition mehr. Resident Evil Zero. Okay. Das ist gerade sowas von Scheiße. Fortsetzen. Sind das die leisen Schritten der Blablabla. Ihr könnt noch mal. Ja, ich bin angepisst. Okay, was? Das können wir austauschen gegen das hier. Das können wir hier lassen. Dann nehmen wir das Benzin mit. Ist das das? Nein. Ich werde kein blaues Kraut. Ich will das Benzin. Rotes Kraut? Nein. Ja. Gut, und jetzt wechseln wir zu ihm. Rüsten das aus und lassen das auch hier, denn wir können es nicht gebrauchen. Hoffentlich läuft es so gut wie letztes Mal. Wollte gerade sagen, was? Seit wann sind solche Viecher hier? Aber. Nee. Das einzig Wahre und Gute ist hier drin. Moment, was rede ich da für Schwachsinn? Das einzig Wahre und Gute? Wenn das einzig Wahre und Gute ist, dann gute Nacht. Feuer! Feuer! Okay, ist er tot? Nein. Gut, ihr könnt das vielleicht nicht sehen, aber mein Auge zuckt. Ich bin langsam angepisst. Okay, ihr könnt natürlich nichts dafür, aber dieses scheiß verdammte Spiel. Am liebsten würde ich den Kopf abreißen und ihm seine Eingeweide rausschlürfen. Aber das geht nicht und ich bin kein Zombie. Nur sein Rückenmark rausschlürfen, das wäre noch in Ordnung. Was rede ich da für Schwachsinn? Ich weiß nicht, was ich immer noch mal für Schwachsinn da verzapfe. Aber okay, gut. Gut, du. Letztes Mal hat das so schön geklappt. Warum diesmal nicht? Warum? Oh. So. Ja, nehmen. Na, ja, das ist gut. Ich werde den Scheißtypen da oben sowas von wegbrennen. Er wird sich fragen, was ihm gerade weggebrannt hat. So weg werde ich ihn brennen. Ich weiß, diese wunderbare Logik hat nichts zu bedeuten, aber er wird brennen, wie auf den Scheiterhaufen. Kriegen wir in diesem Spiel überhaupt eine so etwas wie ein Flammenwerfer? Das wäre nett. Ja, weg mit dem Schlüssel. Wer braucht denn schon?
Okay, und weg ist er. Kein einziges Mal getroffen. Ich glaube, ich mache gerade sowas von einem Riesenfehler. Oder auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Also. Er kann ja auch den Erste-Hilfe-Spray nehmen. Verwenden. Verwenden. Dann. Das Gefäß stärker, blablabla. So. Nehmen. Fast alle Geräte sind stark abgenutzt. An einigen Maschinen ist, sieht man sogar Rost. Wir kennen ja alles, was da steht. Okay, kombinieren. Perfekt. Wir haben jetzt genug Nachschub. Ja. Und jetzt die andere Pflanze. Gut. Kombinieren. Verwenden. Okay, und jetzt gehe ich mit ihm als Ersten raus. Wegen brennbares Material und so. Dann lass mich in Ruhe. Okay, der brennt sich weg. Der lebt noch. Okay. Evil Zero. Okay, okay, okay. Fortsetzen. Gut, der Weg dahin, kein Problem. Jetzt ist die Frage, werden die uns, also dieses Schleimmonster-Dings, wird das uns erwarten, sobald wir da rausgehen, oder? Also wenn wir in dem Raum gehen, wo die zwei Zombies waren, wird uns dieses Monster, dieses Schleimmonster uns erwarten, wenn wir wieder rauskommen und wir noch so wenig Lebenspunkte haben? Oder kommt es nicht? Das ist eine gute, wichtige Frage. So, den Schlüssel weg damit. Oh ja! Zurück und... Oh ja! Oh! Oh ja! Gut. Ich habe oft genug Feuer gerufen. So, aber ich will zuerst mal hier reingehen. Verwenden. Ja, verwenden. Dann wechsle ich zu ihr.
sage, ups, hier, weg damit, vorerst, gehe hier rein. Nee, ich will das andere Kraut. So. Verwenden. Gut, das hätten wir gemacht. Dann nehmen wir das hier. Ja, gerne. Billy nimmt die Munition hier. Dann wechseln wir auf Rebecca. Rebecca Cunningham. Ja, wir nehmen es mit. Ausrüsten. Und der scheiß Motherfucker wird brennen. Okay, ich habe einen Schuss verballert für nichts. Aber gut. Ausrüsten. Damit er keine Molotow unnötig verschwendet. Upsala. Und sie ausrüsten. Dann gehen wir hier rein. Oh scheiße, wie sieht unsere Gesundheit eigentlich aus? Okay, geht. Tot? Gut. Was haben wir hier? Verschiedene Werkzeuge und Messgeräte liegen auf dem Tisch. Das trifft sie. Sehr gut. Austauschen. Hier hin. Alle drei. Gut. Sehr gut. Was haben wir sonst noch? Verschiedene Materialien. Bla bla bla. Ein Schraubstock ist in eine Steintafel eingeklemmt. Da! Der Griff fehlt, aber der Schraubstock. Daher ist der Schraubstock nutzlos. Wir brauchen einen scheiß verdammten Griff. Hier wird es wieder von diesen Käfern wimmeln, oder? Ja. Nicht verschießen. Deine wertvolle Munition, obwohl wir 72 davon haben. Aber trotzdem, wertvolle Munition und so. Okay, und jetzt will ich sehen, ob Rebecca auch spielen kann. Denn hier war sonst nichts. Hm? Moment. Man kann nicht hinter die Bar gehen? Okay, Moment. Sagt sie hier etwas dazu? Nein. Das sieht ganz normal aus. Gut. Spielbar. Klavier spielen? Ja. Okay. Ja, Piano als Pforte. Okay, Klavier spielen? Ja. Jetzt probieren wir es mit ihm. Er kann also besser Klavier spielen als sie. Gut,
Das freut mich eigentlich sehr. Oh, er kann das nicht aufnehmen. Er kann aber das aufnehmen. Ja. Für den Rest kommen wir später. So. Pianobar. So, wir gehen hier rein. Aber Engel, warum gehst du da rein? Da bist du schon ein paar Mal gestorben. Ich bin auch vorhin die ganze Zeit gestorben und trotzdem bin ich überall rein. Das hat leider nichts zu bedeuten. Ganz besonders nicht, was ich zu tun habe. Fick dich, du scheiß Monster! Sieht aus, als wäre diese Geräte erst kürzlich benutzt worden. Aha. Aber... Da ist etwas! Sie sind seit langem nicht mehr benutzt worden. Nee, das hier... Okay. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, für was das ist. Ich werde gleich fluchen. Nee. Verdammt, wollte der gerade... Der Typ wollte gerade einen Molly... Bevor ich irgendwelchen Schwachsinn mache mit... Okay, die ist leer. Bevor ich damit etwas Schwachsinniges mache... Gehen wir hier mal rüber zum... Zum Speicherort. Wir werden speichern, wie wir noch nie gespeichert haben, und wir werden uns darüber freuen, weil wir endlich weitergekommen sind. So, ich glaube, er hat die Speichermodule. Das ist eine Schreibmaschine, Daten aufzeichnen, ja. Und um sicher zu gehen, nehmen wir... Ja, überschreiben. Gut, Billy 23, Halle. Sehr, sehr gut. Gott verdammt, bin ich froh. Also, liebe Leute, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.